Dein Befehl, es soll geschehen. Kann ich mit dir reden? Aber wir hatten keine Milch, es war Sommer, ich weiß es noch genau. An diesem Tag trug Mutter ein schwarzes Kleid und die Formelsonne schien rot auf uns nieder. Jetzt sind alle Tage rot und all die Schönen sind tief unten im schwarzen Meer. Ja, einverstanden. Okay, wir ziehen uns nochmal zurück. Speichern nochmal. In Ordnung. So. Kann ich helfen? Brauchst du mich? Wie kann ich am besten zu Diensten okay, sein? Okay, dann gehen wir mal auf richtigen Angriffskurs jetzt mal. Wie kann ich helfen? Wie lautet deine Aufgabe? So, jetzt noch eine Verteidigungskoordination. Dein Befehl. Sofort. Ja, das kennen wir alles schon. Insurgents, Culture, Imperium. Was? Was ist los? Ja, okay, da werden wir von ordentlich Zeug beballert. Eine Schande, dass ich weiß, dass ich werde tun, was ich kann. Meine Schädelfalle. Vor allem, dass die höheren Linien. Nicht so schön. Vorwärts! Okay. Kann ich helfen? Ja, indem du. Na, nicht Schädelfalle, Feuerball. Dahin wirfst. Infantus Vulcan. Das macht mir nichts aus. Wie kann ich sofort? Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Dein Befehl. Euer Ende ist nah. Gleich noch mal ein hiervon. Ist etwas nicht in Ordnung? Was wirken dir da alles? Schmerz, Betäubung, Hoffnungslosigkeit. Noch mehr Hoffnungslosigkeit. Tod. Wir sind alle gelähmt, oder? Ja. Wie kann ich sofort? Kann ich helfen? Was? Ist etwas nicht in Ordnung? Nein, wir gehen. Kann ich helfen? Wie kann ich am besten Bacho, bereit zu neuen Taten? Insurgent, Culture, Imperium. Sag, was du von mir willst. Wie kann ich helfen? Ja, überhaupt kein Problem. So, Quick Save, dass wir das nicht gleich nochmal machen müssen. Okay. Insurgents, Culture, Imperium.
mach's so schmerzlos wie möglich. So, wenn wir eine Mumie allein kriegen können, ist das immer gut. Was ist los? Wenn es sein muss, stirb now. Sag, was du von gewiss. Euer Ende ist nah. Ich habe jetzt nur keine Ahnung, wo die zweite Mumie abgeblieben ist. Ist das alles? Wie kann ich sofort? Ich werde tun, was Dein ich kann. Befehl? Eine Schande, dass wir gewalttätig werden. Gewiss. Okay. Langsam bahnen wir uns einen Weg hier durch. Ich bin müde. Wir müssen rasten. Ich muss mich mal ausruhen. Euer Leben ist verwirrt. Ich kann euch gnädig sein. Ich bin erschöpft. Lass uns eine Weile rasten. Die Dämonen des Schlafes jagen mich. Ah! Machen wir es klug. Da ist unsere Schädelfalle. Da ist unsere zweite Schädelfalle. Da ist ein Knochenwachen-Skelett reingelaufen in die Schädelfalle. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Infantus Fulgur! Das hat mir nichts aufgehört. Ja. Weiter! Okay. Flucht. Neue Verteidigungsmatrix, bitte. Verteidigungskoordination. Ja. Und am besten, ich habe, glaube ich, noch eine Hast. Wie kann ich helfen? Weiter! Spür meine kleine Klinge! Gewiss. Gut, rein da. Speichern. Jetzt müssen wir das Idol töten ohne. Ich möchte mich ja nicht einmischen. Ich keine Gefangene! Ich bin müde. Wir müssen rasten. Oh, die Stimme von Dodel Anatha wurde zerstört. Durch die Zerstörung des Idols wird uns die Stimme von Dodel Anatha nicht länger belästigen. So. Brauchst du mich? Okay, ein paar stehen hier jetzt gerade gelähmt rum. Wir können speichern. Wir können nicht rasten. Ja. Jetzt müssen wir halt warten, bis wir entschuldigt sind. Ja? Wird erledigt. Ich bin müde. Wir müssen rasten. Ich höre. Ich muss mich bald ausruhen. Ich bin erschöpft. Lass uns eine Weile rasten.
Das scheint noch zu dauern. Also auf jeden Fall. La 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 la. Oh, hat aufgehört. Gut. Sag, was du von mir gewiss. Jetzt können wir nochmal speichern. Jetzt gucken wir mal, was haben die jetzt zu sagen. Aber wer seid ihr? Wo bin ich? Was habe ich getan? Oh weh, oh, jetzt erinnere ich mich. Zu meiner Schande erinnere ich mich. Danke, dass ihr uns gerettet habt. Du auch? Vergebt mir, was ich getan habe. Oh Vater des Leidens, auch wenn ich deiner Güte nicht würdig bin, flehe ich dich um Barmherzigkeit an. Arm, Armkachel, Oberarmschiene, der ist noch komplett durch. Dieser Priester weint und murmelt, gebetet zu den Martern, in denen er um Vergebung bittet. Er scheint mir von seiner Umgebung keine Notiz zu nehmen. Mhm. Ja. Das war halt verderbender Götze. Mein Gott, ihr habt uns von einem schrecklichen Albtraum befreit. Ich träumte, ich schwamm in Pech unter einem blutroten Mond. Ich habe so viel Leid verursacht. So viel Leid werde ich ertragen müssen, um die Schuld zu sühnen, die ich auf mich geladen habe. Es tut mir leid, dass ich versucht habe, euch zu schaden. Wie ist das alles passiert? Ich bin Perdiem, einst treuer Diener, treuer Priester in Marthas. Für beauftragte ich dich, ein Kloster von treuen Priestern und Priesterinnen außerhalb von Illefan. Eines Tages kam ein Mann an das Kloster. Er sagte, sein Name sei Pokelin und er sei gekommen, um uns zu helfen, den wahren ematischen Glauben zu finden. Wurde Peredims Abzeichen erhalten. Es war etwas in seinen Augen, seine Stimme, das uns hypnotisierte. Seine Stimme war so gebieterisch, so mächtig, dass wir während seiner Predigten von einer beunruhigenden Leidenschaft erfasst wurden. Es machte uns Angst, doch konnten wir uns nicht dagegen wehren, tiefer in seinen Bann gezogen zu werden. Wir sind Dutzende von kranken und sterbenden Gläubigen in den Hallen unseres Klosters zurück. Wir zogen nach Norden über den Kuldaha-Pass. Viele starben, aber zu diesem Zeitpunkt war es uns längst egal. Wir taten alles für die Ehre Ilmatas, für die Verbreitung des Glaubens. Sogar als Pokelin immer diktatorischer und militanter wurde, konnten wir uns ihm nicht widersetzen. Pokelins Götze hielt uns gefesselt. Wer sich widersetzte, wurde seiner Lebenskraft beraubt und in einen der Zombies verwandelt, die diesen schwarzen Tempel bewachten. Früher war es ein Tempel für Berona Warsilber, aber das ist heute nicht mehr zu erkennen. Ich habe mich nicht nur der Blasphemie gegen meinen Gott schuldig gemacht, sondern auch gegen eine stolze Muttergöttin der Zwerge. Ich stehe in eurer tiefen Schuld bei vielen Göttern und Menschen. Danke, dass ihr meine Seele befreit habt. Ein gefallener Priester des Imatos namens Bruder Perdiem hat uns berichtet, wie er unter dem Bann des ehrwürdigen Bruders Pokelin geriet. Offenbar ist Pokelin vor einiger Zeit im Perdiems Tempel aufgetaucht und hat die ganze Gemeinde der Gläubigen hypnotisiert. Diese haben daraufhin ihr Kloster verlassen und sind nordwärts gezogen, was auf unglaublich viele Leben gekostet haben soll. Pokelin war also in der Lage, einen ganzen Tempel voller frommer ilmatischer Priester zu konvertieren. Wer ist er, dass er so etwas fertigbringt? Kein Problem, mein Freund. Ihr könnt anfangen, eure Sünde, Schuld zu sühnen, indem ihr mich heilt. Keine Ursache. Könnt ihr uns heilen? Es stimmt, ihr habt in eurem Wahn viel Leid und Tod verursacht. Es wird lange dauern, bis das wieder gut gemacht ist. Aber unser Kampf geht weiter. Was könnt ihr uns über Pokelin sagen? Pokelin ist kein Priester im Marthas, er ist ein Hexenmeister. Es ist etwas Kaltes und Unnatürliches in seinen Augen. Seine Haut, seine Haare, alles an ihm wirkt irgendwie falsch. Wie er geht, seine Haltung, es ist, als wäre er fremd in seinem eigenen Körper. Interessant, könnt ihr mich heilen? Also ja, er verlangt gar nichts für Heilung. Wir können aber trotzdem mal 500 Spenden. Ich finde es lustig, dass wir überhaupt Ansehenspunkte hier haben.